Muy buenas tardes. Es una alegría compartir este encuentro con Bernhard Schlink, sobre todo porque los pocos minutos que estuve antes con él, enseguida uno nota que detrás del gran escritor también hay una encantadora persona, y no siempre ocurre. Así que bueno, tenemos la alegría de compartir este encuentro, y en realidad Schlink justamente está en una intersección interesantísima para estos tiempos, que es la del discurso de la ley y el estilo literario. Es decir, se encuentra en donde la palabra funciona con más fuerza en estos momentos, tratando de que el mundo no se derrumbe con la ley y dándole sentido a través de la literatura y de la poesía. Entonces, justo está en esa maravillosa frontera de la ley y la literatura. Como bien decían recién en la presentación, tiene varios libros y varios casos. Hay uno que quizás no se conoce tanto por aquí, pero que es interesante pensar a alguien que se ha dedicado al derecho y que tenga también un detective, porque tiene varias novelas policiales, Bernhard Schlink, que algunos, bueno, la novela célebre es El lector, pero aquí vamos a hacer como en los recitales de rock. Vamos a dejar el tema principal para el final. Así vamos recorriendo un poco la obra de Schlink. El detective se llama Selb, y es un detective, no sé si es un alter ego o es un ex fiscal, pero que ya tiene varias novelas y que actualmente, según me comentaba, quizás vuelve con Selb. Y tenemos otras novelas que están antes que El lector. Por ejemplo, hay una que a mí me gustó muchísimo, que es El regreso, y espero que también podamos hablar un poco del regreso. Hay unas cuantas preguntas planteadas en esta novela que podemos trasladar aquí. Y sus libros de cuentos, que son bellísimos. Aquí en la Argentina, yo le comentaba a Schlink, que hay muchos que han leído los libros de cuentos, los relatos de Mentiras de verano y los relatos también de Amores en fuga. Y hay algo que es importante en toda su obra, y me parece que por ahí podríamos empezar. En sus libros nos encontramos con una memoria colectiva y al mismo tiempo con una memoria personal, íntima. Schlink relativiza el para todos, viniendo desde el derecho, para encontrar el cada uno en la literatura. Se sumerge en la intimidad porque la literatura no sanciona, a diferencia quizás de la ley, la literatura no sanciona, pone en juez al lector. Como bien decía Nabokov en Lolita, que siempre se dirige al lector como el gran juez. Es como si en sus novelas hubiera una mayúscula y una minúscula, la ley con mayúscula y la pequeña ley de cada uno que él va desentrañando en sus cuentos y en sus novelas. El amor en mayúscula y el amor personal de cada uno. La gran historia y la pequeña historia que hace huella y mella de cada uno. Son fronteras morales y sentimentales donde él va a ir ubicando su prosa. Pero podemos empezar por un tópico que atraviesa toda su obra, la historia de Alemania y la literatura misma, empezando por Edipo, que es la culpa. La culpa que cambia con la historia vivida, la culpa que cambia de generación en generación. Y a mí me llamó la atención, y por ahí quizás empiezo esta conversación, me llamó mucho la atención cuando usted dijo situarse en la generación de la segunda culpa. ¿Cómo sería ese lugar? ¿O cuál sería ese lugar? Vielen Dank für die Frage. Mit der zweiten Schuld gemeint ist die Schuld der zweiten Generation. Die erste Generation war die Generation, die das Dritte Reich gestaltet hat, den Krieg geführt hat, die Verbrechen begangen hat. Die zweite Generation ist die Generation derer, die am Ende des Krieges oder kurz nach dem Krieg geboren sind.
Und zweite Schuld meint das Verstricktsein in die Schuld der ersten Generation. Das ist etwas, das in meiner Generation zunächst einfach nur gefühlt wurde. Wir fühlten uns schuldig und lange habe ich mich gefragt, wofür eigentlich? Denn wir waren ja an den Verbrechen nicht beteiligt. Wie kann man sich schuldig fühlen für etwas, was man gar nicht begangen hat? Und tatsächlich hat die Schuld damit zu tun, dass man die erste Generation in seiner Gemeinschaft, in seiner Solidarität, in seiner Liebe hält. Ich hatte mal als Jurist, als Rechtsphilosoph darüber zu schreiben und bei der Beschäftigung mit der Frage dieser übertragenen Schuld bin ich auf die Stammesrechte gekommen. Also bei Stammesrechten läuft es so, wenn das Mitglied eines Stammes das Mitglied eines anderen Stammes verletzt, tötet, hat der erste Stamm die Alternative, entweder er stößt das Mitglied aus und gibt es sozusagen preis, auch dem, was immer der andere Stamm vielleicht mit ihm tun will, oder wenn er es in seiner Solidarität, in seiner Gemeinschaft behält, wird er in die Schuld dieses Täters mit verstrickt. Und meine Generation hat das eben immer wieder erlebt. Irgendwann erfahren wir, der Vater, der Onkel, der Lehrer, den man geliebt hat, der Professor, dem man viel verdankt, hat irgendetwas Furchtbares begangen oder war daran beteiligt. Und auch da behalten wir ihn in der Gemeinschaft, in der Solidarität, in unserer Liebe oder stoßen wir ihn aus. Und natürlich kann man die ältere Generation nicht einfach ausstoßen, sondern man behält sie. Und eben dies ist es, was diese Verstrickung in die Schuld der älteren Generation bewirkt. Und das ist, was wir meinen, wenn wir von der zweiten Schuld reden. Eine lange Erklärung. ¿Y cómo se escribe entonces? Estaba en doble escucha. Si, primero, digamos, usted elige el derecho para que, digamos, allí la culpa se traslada, y luego la literatura como forma de narrar este mundo o de abordar este mundo. Para retomar la idea de la culpa en la literatura, antes quería saber cómo fue el pasaje del, digamos, de trabajar con casos donde hay culpables, a trabajar con cuentos, donde también la culpa es una forma de escribir, ¿no? ¿Cómo fue esa mudanza? ¿Cómo cambió la culpabilidad a la hora de enfrentarla? ¿O era un trabajo simultáneo? ¿El pasaje fue simultáneo del derecho a la literatura para luego mudarse? Ich habe nicht einen Übergang empfunden. Also es war nicht so, dass mich die juristischen oder philosophischen Probleme in einer Weise beschäftigt hätten, dass ich sie dann in Geschichten übersetzen wollte, sondern die haben in die Geschichten sozusagen ihren Weg von selbst gefunden. Als Autor haben mich immer nur die Geschichten interessiert, nicht die Themen und die Probleme, sondern ja, die kamen von selbst in die Geschichten. Und ich hatte immer schon geschrieben, als Schüler, als Student, schlechte Gedichte, Stücke, was auch immer. Und als ich dann angefangen habe, wissenschaftlich zu schreiben, dachte ich zunächst, dass ich die Freude am Schreiben jetzt im wissenschaftlichen Schreiben erfüllt, bis ich gemerkt habe, dass mir was fehlt. Und dann bin ich zum Schreiben gewissermaßen zurückgekehrt und habe mit Kriminalromanen angefangen, einfach weil ich gerne Kriminalromane gelesen habe und auch weil es bei den Kriminalromanen ganz ähnlich ist wie im Recht. Man muss zuerst das Problem entwickeln
und dann muss man es lösen. So geht es im Recht und so geht es beim Kriminalroman. Und ich wollte nicht anfangen, indem ich über mich schreibe, sondern über etwas, was eine Struktur hat. Und das hat der Kriminalroman. Justamente Selb, el detective de Schlink, dice en una de las historias que además Selb, como les dije, es un detective a lo Wallander, fue creciendo, ya tiene más de 70 años, es jubilado, algunas intervenciones quirúrgicas, pero es como si esos detectives maduros funcionaran cada vez mejor en estos tiempos. Y Selb dice al final de una de las novelas lo siguiente: al final de una historia no tiene por qué triunfar la justicia. ¿Esa podría ser la diferencia entre el derecho y la literatura? Esto pensando que en el derecho triunfa la justicia, ¿no? Pero bueno. Ja, in der Wirklichkeit siegt die Gerechtigkeit, wie wir alle wissen, auch immer wieder nicht. Und Romane, auch Kriminalromane, sind ja keine juristischen Lehrstücke, sondern sind ein Teil der Wirklichkeit. Und deswegen siegt bei ihnen die Gerechtigkeit oft ebenso wenig, wie sie in der Wirklichkeit siegt. ¿Y cómo abandonó el género policial para ingresar en lo novelesco, digamos, por fuera de la ayuda del detective? Eso por un lado. Y por el otro, también ciertas recurrencias que me interesan muchísimo en varias de las novelas y de los cuentos, que es la pregunta. Hay muchas preguntas en sus novelas. Los personajes se preguntan todo el tiempo, el narrador pregunta. A diferencia quizás de otros autores, yo encuentro en Schlink que los personajes están todo el tiempo preguntándose. ¿Cómo llega a esas preguntas? ¿De dónde salen las preguntas? Y voy a citar unas preguntas que son muy interesantes, que están en el regreso. Por ejemplo, no voy a leer el final, pero suele ser, digamos, la derrota suele ser un buen final en literatura. El triunfo no es garantía de buena novela en general. Y dice así: ¿por qué después de la derrota ya no hay nada que ganar ni que perder? Porque la derrota destruye las falsas ideas de los demás junto con las propias ilusiones. Porque la pregunta que despierta la derrota, es decir, ¿cómo ha podido suceder esto?, permite un análisis más certero y preciso. Estas son algunas de las preguntas, pero hay muchas preguntas, ¿no?, en sus novelas. Es sind die Fragen, die ich mir selber stelle. Und die Fragen, die ich mir stelle, die stellen sich dann auch meine Gestalten. Und die Frage, wie halten wir es mit den Niederlagen in unserem Leben? Wie kommen wir mit ihnen zurecht? Machen sie uns fertig oder öffnen sie uns eine neue Perspektive? Das sind Fragen, stellen wir uns die nicht alle im Leben, wenn wir eine Niederlage haben? Gut, also meine Gestalten stellen sich die Fragen, die ich mir stelle. Y de la, digamos, también pasamos de la culpa a las mentiras. En el precioso libro de relatos que se llama Mentiras de Verano, que no necesariamente por mentir se es culpable, ¿no? En literatura. Nein, man muss nicht schuldig sein, wenn man lügt. Man ist unter Umständen töricht zu lügen und meint, man würde was gewinnen, was man letztlich mit der Lüge doch nicht gewinnt.
Aber Schuld scheint mir eine zu große Kategorie für viele Lügen zu sein. Y los personajes están siempre envueltos en situaciones afectivas muy particulares. En este libro, en Mentiras de Verano, justamente la palabra mentira liga los relatos, y me llamó mucho la atención, y es uno de mis cuentos preferidos, el último. El comienzo de este cuento, que se llama El viaje al sur, empieza audazmente así. El día en que dejó de querer a sus hijos no fue distinto a otros días. O sea, el suspenso está dado por el afecto, ya no por el policial. ¿Cómo puede ser que alguien se despierte una mañana y deje de querer a sus hijos? Sigue. Cuando a la mañana siguiente se preguntó qué había provocado aquella pérdida de cariño, no encontró ninguna respuesta. ¿Le había atormentado especialmente el dolor de espalda? ¿Le había mortificado especialmente no haber podido realizar alguna tarea doméstica sencilla? ¿Le había molestado especialmente una discusión con algún empleado? Tenía que haber sido algo así de insignificante porque en su vida ya no sucedía nada importante. Por ejemplo, ¿cómo aparece un comienzo de cuento donde una mujer se despierta dándose cuenta que ya no quiere a sus hijos? Das ist eine gute Frage, auf die ich keine gute Antwort habe. Ich fand, das war der richtige Anfang für diese Geschichte. Es geht um eine Frau, die in der Tat eines Tages realisiert, dass sie ihre Kinder eigentlich nicht mehr liebt. Und sie begegnet ja dann ihren Kindern bei ihrem hohen Geburtstag und guckt sie sich das erste Mal mit neuen kritischen Augen an und merkt, ja, was da alles nicht stimmt. Was nicht stimmt bei den Kindern, auch nicht bei den Enkeln, und dass sie eigentlich schon lange nur noch gemeint hat, sie müsste sie lieben. Und von diesem Gefühl, sie muss sie lieben, befreit sie sich. En varios, bueno, ya vamos a ir llegando al lector, pero esta cuestión de amar parece bastante complicado. Y por eso el extremo de dejar de amar a los hijos. En el lector, por supuesto, el amor tiene muchos matices. Y justamente en otro libro de cuentos que se llama Amores en Fuga, de eso se trata, ¿no? El amor parece estar siempre en fuga. Es, fue una pregunta eso, un indicio de pregunta. ¿Cómo trabajan las historias, digamos, de amor? Porque son realmente historias de amor, de desencuentros también, más que nada, de pérdidas. Incluso en la novela, El regreso. Mit dem Leben ist das ja nun nicht einfach. Und es gibt diesen schönen Satz, wird bei Bergengrün in einem Roman zitiert, nichts ist vielgestaltiger als die Liebe. Also wir haben die alte Frau in der Geschichte, die Sie erwähnt haben, die realisiert, dass für sie Liebe so sehr mit Pflicht verschlungen war, dass sie eigentlich gar nicht ein Leben lang gewusst hat, was ist wirklich Liebe oder was ist mein Gefühl, ich muss mich zuwenden, ich muss aufmerksam sein, ich muss mich kümmern. Sie merkt, dass sie das gar nicht mehr auseinanderhalten kann. Also, Liebe kann sich mit Pflicht so verbinden, dass man gar nicht mehr weiß, was ist eigentlich wirklich was. Es gibt in den Liebesfluchten in der Tat Situationen, wo die Liebe flieht,
aber auch wo die Gestalten vor der Liebe fliegen, weil sie merken, dass sie ihr nicht gewachsen sind, weil sie nicht den Mut dazu haben, weil sie Angst haben, weil sie meinen, ihr Leben, das sie führen müssten, liege anderswo. Also mit der Liebe ist das nicht einfach. Und dann auch eben nicht in den Geschichten. Y la última novela que se publicó aquí en la Argentina, que la tenemos por aquí, que es Mujer bajando una escalera, es una novela que comienza justamente con un cuadro, no sé si ya estuvieron por allí recorriendo ese cuadro, y es un cuadro que tiene muchas historias y además que tiene distintos interpretadores, porque son versiones de un mismo cuadro, y ahora llega la novela del cuadro. ¿Cómo es la historia de ese cuadro en Mujer bajando una escalera? ¿Usted tiene una reproducción de ese cuadro o cómo llegó? Also mit dem Roman ist es wie mit der Geschichte. Ich kann nicht genau sagen, wie ich dazu komme. Die Geschichten kommen zu mir. Ich komme nicht zu den Geschichten. Und hier spielt in der Tat ein Bild eine Rolle, das es auch gibt, von Richter, eine Frau, die die Treppe hinabsteigt, und das Bild habe ich vor vielen, vielen Jahren in einem Museum in Köln gesehen, in Köln, Sie kennen es, und mir eine Postkarte gekauft, die in meinem Schreibtisch steht, im Wechsel mit Fotografien meiner Enkelin und anderen Bildern, und diese Frau auf der Treppe hat mich begleitet. Und ich kann nicht sagen, dass sie die Inspiration zu dieser Geschichte war, aber ich hatte eine Geschichte im Kopf, in der es um ein Bild einer Frau ging und in der es darum geht, um die Bilder, die wir uns voneinander machen. Und darum, dass wir diese Bilder einerseits brauchen. Wir können nicht immer wieder von vorne anfangen, wenn wir der gleichen Person begegnen. Und zugleich sind sie eine Gefahr. Und wir können die Menschen in den Bildern festhalten und festnageln. Also das war eine Geschichte, die mich interessiert hat. Und als es dann darum ging, was für ein Bild soll das sein, da wurde es eben dieses Bild der richterischen Frau, die die Treppe hinabsteigt. Sí, y en el regreso creo que usted también trabaja esta idea de que no necesariamente lo acontecido tiene que ver con el recuerdo, sino que más bien es la imagen que uno se hace, la imagen que uno se hace del padre, la imagen que uno con la que se queda del amor. Y quería empezar a hablar también del lector. Después, para el final, yo le propuse a Bernhard Schlink leer en una suerte de brevísimo dueto el comienzo de Mujer bajando una escalera, porque la música de la novela en alemán siempre va a ser distinta que leerla en castellano, así que vamos a tratar de transmitir un poco la música de la lengua de Schlink. Pero quería adentrarnos en el lector, que bueno, es un fenómeno que no sé cómo usted lo recibió, porque también supongo que el efecto de que se traduzca 30 lenguas, la película misma, ¿usted ya sabía que estaba escribiendo una suerte de bomba de tiempo de la literatura? Nein, und ich dachte, als ich es geschrieben und veröffentlicht habe, das ist ein ganz deutsches Buch. Und ahnte nicht, dass es weit darüber hinaus Interesse findet. Ich denke, inzwischen, es hat damit zu tun, dass das Problem der Verstrickung in Schuld
eben nicht nur ein deutsches Thema ist. Also ich sprach ja am Anfang darüber als Problem der ersten und der zweiten Generation, aber es ist eben nicht nur ein deutsches Problem dieser beiden Generationen, sondern ein allgemeines Problem. Dass wir, wenn wir jemanden lieben, der schuldig geworden ist und ihn nicht ausstoßen, in seine Schuld verstrickt werden. Und ich dachte oft, das Problem in meiner Generation, irgendwann finden wir heraus, der Vater hat oder der Lehrer hat das und das gemacht, der Vater oder der Lehrer, dem wir viel verdanken. Wie muss das für diese Kinder sein, die in Argentinien adoptiert wurden, nachdem die Eltern von der Junta umgebracht wurden und womöglich liebevoll aufgezogen wurden in diesen Offiziersfamilien und dann finden sie raus, diese Eltern, die mich aufgezogen haben, waren Teil der Junta und haben mich nur bekommen. Also es ist ein Problem, das nicht nur ein deutsches ist, und das wurde mir klar über dem Erfolg des Buches, als ich es geschrieben habe, hatte ich das nicht geahnt. Y los personajes del lector, ¿cómo surgen, digamos, Hannah, el propio protagonista? ¿Es una historia que le viene de la imaginación o que realmente es como si fuera propia en cierto sentido? ¿O que se la apropia en el momento en que la escribe? Porque son tan carnales esos personajes que bueno, cabe la pregunta si Hannah, digamos, existe. Sie sind selbst Autorin. Sie wissen, dass nichts einfach der Fantasie entspringt, und Sie wissen auch, dass nichts einfach autobiografisch ist, sondern in allem, was wir schreiben, mischt sich Erlebtes, Fantasiertes, Beobachtetes, Gehofftes, Gefürchtetes. Also in unseren Büchern mischt es sich immer. Und jetzt im Nachhinein auseinanderzuvidieren, wie viel 12% Autobiografie oder 38? Nein, das geht ja gar nicht. Es vermischt sich untrennbar. Y esta realmente el hallazgo de relativizar la verdad en esta historia del lector, supongo que muchos de ustedes lo han leído, han visto la película, así que quizás me permito hablar con cosas ya sabidas o ya leídas, esta manera de relativizar la importancia de la verdad, siendo ella analfabeta, ¿no? ¿Cómo encontró esa maravillosa idea de protegerse, de proteger su amor por las letras sin saber leer, declarándose culpable, ¿no? Esa idea, nada, es una curiosidad de escritura, ¿cómo le surgió? ¿No? Porque es una idea que realmente produce un efecto de sorpresa muy importante, de sorpresa no solo de lectura, sino de sorpresa ética, subjetiva. Das ist wieder eine gute Frage, auf die ich keine gute Antwort habe. Als ich mit der Geschichte gespielt habe und sie hin und her gewendet habe, auseinandergenommen, zusammengesetzt, war sie von Anfang an Analphabetin. Also die Hannah Schmidt, die ich in meiner Geschichte von Anfang an wusste nicht genau, wie unterbringen wollte, war eben einfach Analphabetin. Und ich habe sie nicht zu einer gemacht, sondern sie war es eben. Y el placer de la lectura en relación a lo vivido anteriormente por ella, esta idea de recibir la lectura del joven adolescente, eso es un placer
que usted siempre ha tenido, ha querido volcar en ese texto. La lectura es una respuesta a la crueldad de la historia. El erotismo de la lectura. Ich bin ein viel schlichterer Autor, als ich offensichtlich wahrgenommen werde. Ich habe auch darauf keine gute Antwort. Für mich ist Schreiben Geschichten erzählen. Und warum sich meine Geschichten so fügen, wie sie sich fügen, kann ich nicht beantworten. Ich kann nur sagen, wie der Prozess ist. Ich habe Ideen für Geschichten, ich habe für Ideen für Stücke von Geschichten, ich spiele mit ihnen, ich setze sie zusammen, nehme sie auseinander und irgendwann habe ich das Gefühl, sie stimmen und ich kann sie erzählen. Ob als Geschichte oder als Roman, das hängt davon ab, wie lang sie sind. Und natürlich geht alles, was ich auch sonst mache und denke als Jurist, als Philosoph, als Leser, geht damit ein. Aber ich setze es nicht da hinein, ich packe es da nicht hinein. Und ich mache meine Gestalten nicht so, dass sie irgendeinen Gedanken transportieren, eine Botschaft vermitteln, sondern das tun sie oder sie tun es nicht, aber ich gebe es ihnen nicht auf. Deswegen, Sie haben eine sehr gute Frage gestellt, ich verstehe das, aber kann ich keine befriedigende Antwort geben. Ich habe nicht das Lesen hineingebracht, um irgendetwas über Lesen und Literatur an Botschaft zu vermitteln, sondern nur so stimmte die Geschichte. Und deswegen liest er vor. Bueno, en realidad, la gran respuesta, que la mejor respuesta siempre está en los libros, así que de eso se trata, digamos, la gran respuesta de Schlink son estos libros. En este momento estamos tratando de expandirlos un poco. Y en este límite, que no sé si es un límite, en realidad es un pasaje entre la filosofía del derecho y la literatura. ¿Usted se siente, cómo se siente ubicado? Incluso mañana también en la feria va a haber una disertación sobre esta frontera. ¿Cómo sería esta frontera de el discurso de la ley y la alegría del estilo, por decirlo de algún modo? Porque usted habló de la alegría de la escritura, incluso cuando era joven y escribía poemas, ya había una alegría, la de escribir. Entonces, ¿cómo se combina una cuestión de valor, de ética, de posicionamiento en el mundo desde el discurso de la ley con la alegría de dar cuenta del mundo escribiendo? Sí. Es gibt auch eine Freude über das Recht zu schreiben. Es gibt auch eine Freude über Gerechtigkeit zu schreiben. Und Gerechtigkeit ist, also ich denke, der Jurist, für den Gerechtigkeit nicht ein großer Wert ist, ist ein schlechter Jurist. Und für mich, wie manche, die ich kenne, die sozusagen aus dem Glauben gefallen sind und nicht mehr an Gottes Gerechtigkeit glauben können, ist die Gerechtigkeit unter den Menschen und in der Welt umso wichtiger geworden. Also Gerechtigkeit ist etwas, was mir als Jurist von Anfang an wichtig war und wichtig geblieben ist. Und daran zu arbeiten und darüber zu schreiben, hat mir auch immer Freude gemacht und macht mir auch heute noch Freude. Die Freude des literarischen Schreibens ist spielerischer, ist leichter. Bei dem juristischen Schreiben freue ich mich, wenn ich das Problem
genau auf den Punkt gebracht und gelöst habe. Und wenn ich es außerdem noch klar und verständlich und überzeugend ausgedrückt habe. Beim literarischen Schreiben ist das eine ähnliche Freude, auch da möchte ich klar und verständlich schreiben, aber es kommt ein spielerisches Moment hinein, das beim Recht nicht so da ist. Y en la literatura, ¿cómo se combinaría entonces lo lúdico con lo ético? Por ejemplo, el juicio a Hannah en el lector. ¿La ética funciona de la misma manera en la literatura? Als Thema ist sie in der Literatur ständig präsent. Oder immer wieder. Also viele meiner Geschichten oder meine Romane drehen sich um ethische Probleme. Nochmal, nicht weil ich die Geschichte zum ethischen Problem erfinden will, aber weil es offensichtlich diese Geschichten sind, die mich interessieren. Aber wir kamen schon auf die Gerechtigkeit im Recht und in der Literatur zu sprechen und die Gerechtigkeit siegt in der Wirklichkeit nicht immer und Literatur ist der Wirklichkeit verpflichtet und nicht einem Gerichtsprozess, bei dem am Ende das richtige Urteil zu stehen hätte. Also in der Literatur geht es nicht darum, dass es ethisch recht gerecht ausgeht, sondern dass sie die Probleme der Ethik, des Rechts und der Gerechtigkeit, soweit sie darin vorkommen, authentisch vorkommen, mit ihren Problemen, mit ihren Schwierigkeiten, mit ihren Dysfunktionalitäten, mit allem, was daran nicht klappt und was scheitert. Insisto también con el juicio a Hannah, ¿no? ¿Cómo fue ese momento de la escritura? Digamos, usted apeló a cierta, digamos, a cierto pragmatismo de haber sido, digamos, testigo de ciertos casos, o es una completa invención. ¿Cómo armó ese juicio? Nein, ich habe natürlich eine ganze Reihe von Prozessen dieser Art verfolgt, beobachtet. Und das Urteil über Hannah wäre milder ausgefallen, wenn das Gericht gewusst hätte, dass sie Analphabetin war und diese führende Rolle nicht spielen konnte. Aber dass sie verurteilt gehörte, das ist ja nicht zweifelhaft. Das kann ja nicht zweifelhaft sein. Sie hat furchtbare Verbrechen begangen. Und für die gehörte sie verurteilt, lediglich die Höhe des Strafmaßes war verstellt dadurch, dass der Richter ihren Analphabetismus nicht sah und auch nicht sehen konnte. Bueno, y perdón que vaya hacia el final del lector, voy a develar el final. Espero que lo hayan leído todos. Porque es muy interesante la doble condena de esa novela, la condena por un lado de la justicia, sin saber que es analfabeta, y la condena que se hace a sí misma una vez que aprende a leer, como si saber leer fuese, digamos, la mejor manera de juzgarse o de juzgar. ¿Cómo llevó usted a cabo el suicidio de Hannah? No quiero, digamos, que hablar de manera dramática, pero por ejemplo me acuerdo que cuando uno lee los testimonios, los diarios de Flaubert, cuando tuvo que envenenar a Madame Bovary, empezó a tener náuseas y problemas terribles físicos por tener que terminar de esa manera con un personaje que había querido mientras lo escribía. Entonces me preguntaba cómo llegó usted a la autocondena de Hannah para escribirla. Ja.
Ich denke, wie Flaubert, man kann nicht schreiben, ohne seine Gestalten zu lieben. Alle. Die Guten wie die Bösen. Bei Hannah, ich weiß nicht genau, warum sie sich umgebracht hat. Ein Grund kann sein, das kommt mir am plausibelsten vor, dass sie, nachdem ihr Leben ja ein ständiger Rückzug war, also schon das Leben eines Analphabeten ist Rückzug aus der Welt. Er kann nicht voll an ihr teilnehmen. Sie hat die Verurteilung zur Gefängnisstrafe akzeptiert, fast wie man ins Kloster geht, also ein weiterer Rückzug. Im Gefängnis gibt es auch einen Punkt, ab dem sie am Gefängnisleben nicht mehr wirklich teilnimmt, sondern sich aus diesem Gefängnisleben noch mal weiter zurückzieht in sich selbst. Und ich halte es für möglich, dass sie einfach nicht in der Lage war, diese Richtung ihres Lebens noch mal völlig umzukehren und wieder hinauszugehen. Ob sie sich verurteilt hat, ich empfinde das nicht unbedingt so. Das mag ein Moment dabei gewesen sein, aber ich denke nicht, dass das der Selbstmord einfach eine Selbstverurteilung war, sondern ich denke sehr viel mehr, dass es mit diesem Rückzug, auf den ihr Leben gestimmt war, zu tun hatte und mit der Richtung, die sie jetzt nicht mehr völlig umkehren konnte. Aber Leid hat es mir schon getan. Leid hat es mir schon getan. De qué manera? Mir tut es bei allen Gestalten, über die ich geschrieben habe, leid, wenn ich von ihnen Abschied nehmen muss. Wenn ich ein Buch fertig habe, wenn ich eine Geschichte fertig habe, dann gehen diese Gestalten in die Welt und es ist eine Abschiedssituation. Und wenn der Abschied, das ist ja auch in der Frau auf der Treppe so, mit einem Tod verbunden ist, dann ist das erst recht schmerzlich. Y también en Mujer bajando por la escalera junto con el lector y otros cuentos, es como si hubiera dos tiempos, ¿no? El tiempo en que las cosas suceden y el tiempo en que las cosas se leen hacia atrás. Es decir, ¿no? El muchacho cuando tiene su encuentro y luego, después, el reencuentro con Hannah, el juicio y todo lo que vendrá. En Mujer bajando por la escalera también empieza con ella más joven y termina con el monólogo final de llegando a la muerte, ¿no? Como si la vida estuviera estructurada en dos tiempos, lo que acontece y lo que se revisa, ¿no? Aparece bastante eso en sus cuentos. Hay algo que tiene que ver con esto de quizás que hablábamos al principio, ¿no? Una historia que se revisa en un segundo tiempo, en una segunda culpa. Bueno, puede haber surgido así. Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich älter werde. Und wenn man älter wird, aber das fängt schon früh an. Den Vorleser habe ich ja schon vor mehr als 20 Jahren geschrieben. Leben wir in unserer Gegenwart, aber natürlich ist unsere Vergangenheit etwas, was ganz lebendig ist. Und wir merken, wie es uns geprägt hat und wir merken, wie sie Reste hinterlassen hat, mit denen wir nicht fertig geworden sind. Und wir merken, wie wir uns an ihr immer wieder abarbeiten. Also ich glaube, man, nur wenn man sehr jung ist, lebt man allein im Hier und Jetzt. Wenn man älter wird, dann lebt man immer in mehreren Dimensionen des eigenen Lebens, in der Gegenwart und in der Vergangenheit oder in auch Vergangenheiten. Und im Vorleser ist es ja die Vergangenheit als 15-Jähriger und dann ist es die Vergangenheit als junger Student, Anfang 20
Und dann die Zeit, in der später anfängt sich zu erinnern. Ach so, und dann begegnet er nochmal im Gefängnis. Also er lebt in mehreren Vergangenheiten. Und ich lebe in mehreren Vergangenheiten. Ich bin sicher, die meisten von Ihnen auch, wenn Sie nicht ganz jung sind. Sí, en ese sentido, el presente no existe más que como combinación del pasado, ¿no? En la película del lector hay algunas cuestiones que no están en el libro, pero que me parece que usted hablaba recién de la elaboración del pasado, ¿no? Compartimos lamentablemente en distinta escala el terror en el pasado, en la Argentina y en Alemania, como usted mismo mencionó al principio. Y en la película hay un personaje que justamente dice: no se aprende nada en los campos, no son experiencias terapéuticas. O sea, no hay nada que aprender del terror. ¿Cómo elaborar aquello, digamos, de lo que no hay nada que aprender, ¿no? ¿Cómo se trabaja el terror desde la ley y desde la literatura? El terror acontecido, ¿no? El terror de Stephen King. Also das Recht kann nur versuchen, die Verbrechen, die begangen wurden, zu bestrafen. Das ist, was das Recht tun kann. Die Gesellschaft, die Kunst, die Literatur versucht zum einen dafür zu sorgen, dass wir vom Horror nicht einfach nur gelähmt sind. Also wenn wir von dem Horror erfahren, ist es ja zunächst etwas, was uns ja einfach erschlägt und was uns lähmen kann. Was ist das für eine Welt? Was sollen wir in dieser Welt? Und Kunst, Literatur hilft uns, aus dieser Lähmung herauszukommen. Das ist das eine. Und zum anderen beschäftigt natürlich, was ist geschehen, dass es zum Horror kommen konnte? Was müssen wir tun, dass es nicht wieder dazu kommt? Also wenn ich an das Dritte Reich, an den Nationalsozialismus denke, bleibt für mich das Erschreckendste, wie schnell die Gesellschaft mit ihren Institutionen 1933 zerbrechen konnte unter diesem Schlag des Nationalsozialismus. Da gab es Universitäten und Parteien und Institutionen und Gerichte und Kirchen und Gewerkschaften, Institutionen, mit denen man meinte, auf dickem Eis zu leben. Und dann stellt man fest, binnen weniger Monate zerbricht es alles. Das Eis, auf dem unsere Gesellschaft operiert, war völlig dünn und niemand hat es gemerkt. Und das ist eine Frage, die beschäftigt mich immer wieder. Wie dick ist das Eis, auf dem wir leben? Und jetzt haben wir diese Welle des nationalistischen Populismus mit seinen autoritären Tendenzen. Wie gut können wir dem standhalten? Was müssen wir tun, um ihm standzuhalten? Was können wir tun, um unsere Institutionen dagegen zu stärken? Also der Horror ist nicht nur als solcher etwas, was uns zu lähmen droht und wovon wir uns nicht lähmen lassen dürfen, sondern er ist auch etwas, was uns immer wieder herausfordert, zu fragen, wie kann es dazu kommen und was können wir tun, dass es zu so etwas nicht kommt. Bueno, es interesante saber que no estamos parados en la tierra, sino en el hielo. Un presente más resbaladizo. Justamente hay algo que me llamó mucho la atención en el lector, y es frente al terror, el no sentir, el recurso de no sentir. Ni el joven siente,
Y ella en un momento dado dice que tampoco siente, como si haber estado en ese lugar con todas esas mujeres incendiándose, digamos, para, fuera el terror, hiciera que se deja de sentir, ¿no? Entonces, eso en la novela está ubicado, el terror, con el no sentir de los personajes. Por eso le preguntaba, sobre todo en esta novela, cómo se escribía, más allá de la posición ética que uno tiene como persona, cómo se escribía sobre el terror. Aquí en la Argentina tenemos unos cuantos ejemplos de novelas que han, digamos, tratado de contar momentos de terroríficos de nuestra dictadura. Quizás uno de los libros que mejor la cuenta es un libro de Luis Guzmán que se llama Villa, con un personaje también que no sabe lo que hace, un poco como Hanna, ¿no? Pero me preguntaba cómo se cuenta ese terror, no solo de aquellos tiempos, sino del mundo actual. Si el mundo actual y sus posibles terrores lo hace escribir, o más bien todo lo contrario. ¿O cuáles serían los terrores actuales? Davon hatten wir und haben wir genug. Da muss ich nichts aufzählen. Dieses Phänomen der Lähmung, das habe ich in den Verfahren beobachtet. Nach einer gewissen Weile können die Richter, die Staatsanwälte, auch die Zuhörer und Zuhörerinnen die Furchtbarkeit gar nicht mehr voll aufnehmen, sondern bauen eine Mauer zwischen das, was sie hören, und sich, und werden ein bisschen stumpf oder ein bisschen gelähmt. Anders ist das gar nicht durchzuhalten. Also der Richter funktioniert immer noch und er registriert alles, wie er es registrieren soll. Aber man merkt, dass das Ausmaß an Betroffenheit abnimmt und wohl auch abnehmen muss. Wie soll er das sonst durchhalten? Und wenn wir Browning über diese Polizeibataillone lesen, die hinter der Front Juden und Polen und Russen erschossen haben, nach einer Weile tritt bei ihnen eine, sie betäuben sich, sie lähmen ihre Wahrnehmung dessen, was sie tun und wer sie sind, teils mit Alkohol, aber es braucht ihn nicht mal, die Lähmung tritt auch so an. Und die Schilderung von Horror kann daraus immer wieder auch uns herausreißen, aber wir können mit dem Horror nicht leben. Wir können ihn nur immer wieder uns bewusst machen, aber wir können damit nicht leben. De todas maneras, y también para empezar a recibir las preguntas de ustedes, porque supongo que tienen ganas de compartir este momento con Schlink también. De todas maneras, en el lector y en varios de los cuentos, no solo se trata del horror y del terror, sino que hay como otra manera de estar en el mundo, que es una manera sensual, en el buen sentido, digamos, de la voluptuosidad del mundo. Y quisiera terminar justamente con eso, con la sensualidad que hay en Mujer bajando una escalera, porque en esta novela se establece como un triángulo, o más bien diría un cuadrilátero, entre el artista, el propietario acaudalado de la obra, del cuadro, su mujer, Irene, y el abogado, ¿no? Y aparece esta idea de la posesión, que es tan importante en la obra de Schlink, ¿no? La posesión. En Mujer bajando por la escalera, la posesión se juega de quién es la obra, de quién es la mujer, y como en el lector, aquí vuelve una mujer
del pasado extraviado, por decirlo de algún modo, ya no nazi, pero está en ruinas esa mujer. Y me preguntaba, ¿qué misterio busca desentrañar del comportamiento de una mujer? Porque hay muchas mujeres en personajes de sus libros. En la Argentina tenemos a un escritor que fue el maestro de Borges y que también fue jurista, que es Macedonio Fernández, por ahí escuché, que sigue estando inédita su tesis, de, justamente como abogado, que la tesis de Macedonio se llama De las personas, y de las personas se trata justamente todo lo que estamos hablando, y Macedonio solía referirse al misterio como una conquista. Y yo encuentro que muchas mujeres en su obra llevan un misterio, como si fuera un secreto, ¿no? Tanto la protagonista de Mujer bajando la escalera, como Hannah, como el pequeño cuento precioso del cuadro de la lagartija, la niña. Entonces, quería terminar ya no con el terror, sino con la mujer, que a veces puede ser un terror, pero en este caso se trata de un misterio, con el misterio de la vida. ¿Cómo aparecen estas mujeres y sus misterios en su obra? No sabe, no contesta. ¿De dónde vienen las mujeres? Sie wissen jetzt schon, dass ich auf diese gute Frage wieder keine gute Antwort habe. Wie kommen die Frauen in meine Bücher? Wie kommen die Frauen in mein Leben? Sie sind da, Gott sei Dank. Und für uns Männer haben sie oft ein Geheimnis. So einfach ist das. Und wir sprachen über die verschiedenen Zeiten, in denen wir leben. Wir leben nicht nur in der Gegenwart, sondern wir leben auch in der Vergangenheit und in mehreren Vergangenheiten. Und die Geheimnisse der Frauen haben eben auch nicht nur mit der Gegenwart, sondern mit deren Vergangenheit und Vergangenheiten zu tun. Und so kommen sie auch in die Bücher. Bueno, pero todas tienen su secreto y su misterio que lo llevan a veces con culpa, o varias de ellas. Manchmal ja, manchmal nein. Hay algunas preguntas, empiezo por quizás las más candentes, tuteadas además. Vos, voy a leerlas tal cual. Vos, además, en alemán, vos tuviste una relación con una mujer más adulta de adolescente. Puede decir que no sé contestar a esa pregunta. Das geht niemandem was an. Ich soll, das weiß ich nicht. Nein, aber das geht niemandem was an. ¿Le parece que la culpa alemana es un tópico que influencia a la generación de ahora? ¿Y cuándo cree usted que el pueblo alemán se va a perdonar? Die Schuld, über die ich gesprochen habe, ist ja nichts, was in den Genen liegt, sondern es hat zu tun mit der konkreten Beziehung zur konkreten Person. Und natürlich macht es einen Unterschied, ob ich meinen Vater, Lehrer, Professor, erlebe als jemanden, der mir wichtig und teuer ist und von dem ich zugleich irgendwann erfahre, was er Furchtbares gemacht hat, oder ob das der Großvater ist, den ich vielleicht in meinen ersten 5 Lebensjahren noch erlebt habe, oder der Urgroßvater, von dem ich überhaupt nur gehört habe und den ich nie erlebt habe.
Also diese Schuld, die ich zu beschreiben versucht habe als Schuld der zweiten Generation, ist in der dritten Generation schon viel schwächer und löst sich in der vierten und fünften auf, weil man damit niemandem mehr zu tun hat, bei dem man sich fragen muss, halte ich ihn in meiner Gemeinschaft, Solidarität, Liebe oder stoße ich ihn aus und distanziere mich von ihm? ¿Puede el autor puede explicarnos los motivos que impulsaron a Michael, en el lector, a desistir de su idea primitiva de dirigirse al juez para notificarle la condición de analfabeta de Hannah, siendo que con este dato la situación hubiera sido distinta? Michael sucht ja das Gespräch mit seinem Vater zu diesem Problem und ich denke, der Vater hat recht. Michael hat kein Recht, hinter Hannas Rücken zum Richter zu gehen. Er hat die Pflicht, zu Hannah zu gehen und zu versuchen, Hannah davon zu überzeugen, ihren Analphabetismus dem Gericht zu offenbaren. Und das hat er nicht gekonnt. Er hat sich dieser Begegnung mit Hannah nicht gewachsen gefühlt und deswegen hat er das nicht gemacht. Das, denke ich, hätte er tun sollen, aber das hat er nicht gemacht. Aber zum Richter zu gehen, um hinter Hannas Rücken über Hannah zu reden, das, denke ich, wäre falsch gewesen. ¿Qué tanto, ya que justamente es interesante como Schlink se dirige, digamos, está atento a lo que los personajes le dictan también, y aquí hay una pregunta que refiere a eso. ¿Qué tanto se van de sus manos los personajes que crea? ¿A veces es imposible ponerle límites? ¿Cuál es el personaje que se le ha ido más de las manos? Ich weiß nicht, ob ich die Frage ganz verstanden habe. Ich versuche sie zu beantworten und wenn die Antwort nicht befriedigt, dann müsste nochmal nachgefragt werden. Die Gestalten entgleiten mir nicht. Es ist so, dass die Gestalten beim Schreiben ein Stück weit ein Eigenleben entwickeln und ich manchmal merke, dass was ich sie zunächst irgendwann tun lassen wollte, sie dann doch nicht wirklich tun können. Aber das sind Modifikationen. Nicht, dass die Gestalt dann eine völlig andere würde, sondern das sind Modifikationen. Ich denke auch wieder, das geht jedem so, der schreibt. Und entgleiten tun sie mir nicht. Sie verlassen mich, wenn die Geschichte fertig ist, aber das ist was anderes. ¿Cuál es la historia, novela, cuento del que se siente más orgulloso o gustoso de haber escrito? Das kann ich nicht sagen. Ich merke, also wenn ich jetzt an meinem Roman schreibe, merke ich, dass ich alles, was ich davor geschrieben habe, habe schreiben müssen, um das schreiben zu können, was ich jetzt schreibe. Und insofern ist mir alles, was ich geschrieben habe, gleich teuer und wichtig und lieb. Esta tiene que ver con cómo divide o cómo es su día, ¿no? En la cotidianidad del escritor. No van a ser preguntas íntimas, no, que no se preocupe. ¿Cómo divide el día Bernhard Schlink? ¿Qué parte ocupa el juez y qué parte el escritor? Y yo agregaría si hay otras partes.
wie es gerade kommt. Ich habe ja angefangen zu schreiben, ich bin ja nicht mehr Richter. Und ich bin Professor Emeritus und unterrichte noch ein bisschen, aber nicht mehr das volle Deputat. Weil ich angefangen habe zu schreiben, als ich Richter und Professor war, habe ich mir keine Rituale angewöhnen können, sondern habe halt immer geschrieben, wenn ich gerade Zeit fand. Mal am Wochenende oder in den Ferien oder mal an einem Abend, wie es sich gerade ergab. Und so ist das jetzt immer noch. Ich schreibe, wenn ich die Zeit dazu finde. Und ich finde jetzt mehr Zeit als früher, aber habe nach wie vor keine festen Stunden und keine bestimmten Bleistifte oder keine anderen Gewohnheiten, an denen ich festhalte, sondern das ist, wie es kommt. Bueno, hay muchísimas preguntas interesantes, por lo tanto se ve que la obra de Schlink suscita preguntas, no solo contiene preguntas, así que no las voy a poder leer todas, pero van algunas más. Una un poco también complicada. ¿Qué piensa de la culpa que nos transmite la religión católica? Ich bin Protestant. Und ya es una excelente respuesta. Bueno, me acuerdo que en realidad en la literatura la culpa funciona de otra manera. El personaje de Cortázar en Las babas del diablo, Cortázar dice, Michel era culpable de literatura, pero es otra, ¿no? Por otra parte, esta pregunta. Como lector suyo, pienso que este pertenecer a la segunda generación de la culpa se vincula mucho con sus búsquedas literarias. Haber estudiado Derecho, ¿también estuvo signado por esta reflexión o dolor suyo sobre la culpa que lleva la segunda generación? Nein, das hat damit gar nichts zu tun gehabt. Es hatte damit zu tun, dass ich habe das kurz erwähnt, mich Gerechtigkeit immer sehr beschäftigt hat. Und dass sie mich beschäftigt hat, denke ich, hat damit zu tun, dass ich eben den Glauben an Gottes Gerechtigkeit verloren habe und deswegen denke, wir müssen die Gerechtigkeit in der Welt herstellen. Also das hat mich beschäftigt. Und das hat mich neugierig gemacht auf Jura, denn in Jura geht es ja nicht nur um Gerechtigkeit, es geht ja um alles Mögliche, viel Technisches, viel Regeln, viel Stückwerk auch. Aber es durchzieht das Recht doch wie ein roter Faden. Entre el hielo y el hilo rojo, el mundo tiembla. Acá hay una pregunta que está en alemán, por lo tanto no la entiendo por completo, pero sí entiendo una palabra que me gustaría saber cómo la lleva Schlink, que es la palabra Nietzsche. Sind Schuld und Freiheit vereinbar? Nietzsche behauptete, dass das Schuldgefühl den Menschen unterdrückt, zum Beispiel die Religion. Tja, Nietzsche. Also, ich denke, zum Menschen gehört die Verantwortung für sein Handeln dazu. Und zur Verantwortung für das Handeln gehört, wenn der Verantwortung nicht genügt wird, die Schuld dazu. Und das ist natürlich mit Freiheit insofern vereinbar, weil Freiheit zum Handeln gehört. Nur weil wir die Freiheit beim Handeln haben, können wir für das, was wir tun, Verantwortung tragen.
Insofern also sind Schuld und Freiheit nicht nur vereinbar, sondern sie gehören notwendig zusammen. Und Nietzsches Probleme mit der Religion, die scheinen mir dazu nichts Ergiebiges beizutragen. Y por último, una pregunta por sus lecturas. ¿Cuáles son las lecturas que más lo alimentan o que más busca? Ich liebe das 19. Jahrhundert, sowohl die großen Franzosen, die großen Russen, die großen deutschen Romane des 19. Jahrhunderts. Und wenn ich in die Ferien aufbreche und da die 4, 5 Bücher zu liegen habe, von denen ich weiß, ich muss sie in den Ferien lesen, weil ich irgendwas dazu sagen oder schreiben muss, und dann noch ein Buch mitnehme, einfach so zum Vergnügen, dann ist das oft ein Roman, den ich schon mal gelesen habe, Rot und Schwarz oder Anna Karenina oder ein Roman von Fantoine oder ein Flaubert. Also das ist etwas, was mich durchs Leben begleitet hat und durchs Leben auch weiter begleiten wird. Und daneben gucke ich halt so ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben, was schreiben meine Schriftstellerkollegen und Kolleginnen in Deutschland, in Amerika, wo ich eben auch lebe. Aber ich bin kein systematischer Leser. Ich bin ein unsystematischer Leser. Bueno, ahora entonces aprovechamos justamente, ya que tenemos al autor del lector, para hacerlo leer, encarnar a su personaje y leer en voz alta para ver cómo se escucha la voz de Schlink, la voz escrita y la voz propia, que la tenemos por suerte aquí con nosotros. Yo voy a leer el comienzo. Quizás lo empiezo a leer yo, así podemos concluir con su voz. ¿Le gusta leer en voz alta? No voy a preguntar si de adolescente leía en voz alta, ¿eh? Así comienza la novela, digamos la última novela que está aquí en la Argentina traducida. Supongo que hay algunas, incluso del detective que yo mencioné, que todavía faltan traducir, así que hay Schlink para rato. Mujer bajando una escalera. Tal vez vea usted el cuadro algún día. Desaparecido durante mucho tiempo, ha vuelto a aparecer de pronto. Todos los museos querrán exhibirlo. En estos momentos, Carl Schwind es el pintor más famoso y más cotizado del mundo. Cuando cumplió 70 años, apareció en todos los periódicos y en todos los canales de televisión. Aunque tuve que mirarlo un buen rato hasta reconocer en aquel hombre mayor al joven que fue. El cuadro lo reconocí de inmediato. Entré en la última sala de la Art Gallery y allí estaba colgado. Y me conmovió tanto como entonces, cuando entré en el salón de la mansión Gundlach y lo vi por primera vez. Una mujer baja una escalera. El pie derecho se apoya en el último escalón. El izquierdo aún toca el escalón superior, pero ya se prepara a dar el siguiente paso. La mujer está desnuda. Su cuerpo es pálido. El vello del pubis y el cabello son rubios, y el cabello brilla al resplandor de una luz. Desnuda, pálida, rubia. Ante el fondo gris verdoso de una escalera y unas paredes difusas, se presenta al observador con una levedad en suspenso. Al mismo tiempo, con sus piernas largas, sus caderas redondeadas y plenas, y sus firmes pechos, tiene un peso sensual. Vielleicht sehen Sie das Bild eines Tages, lange verschwunden,
plötzlich aufgetaucht. Alle Museen werden es zeigen wollen. Carl Schwind ist derzeit nun einmal der berühmteste und teuerste Maler weltweit. Als sein 70. Geburtstag war, begegnete er mir in allen Blättern und auf allen Kanälen. Allerdings musste ich lange hinschauen, bis ich im alten Mann den Jungen wiedererkannte. Das Bild erkannte ich sofort wieder. Ich betrat den letzten Hof der Art Gallery und da hing es und berührte mich wie damals, als ich den Salon des Hauses Gundlach betrat und das Bild zum ersten Mal sah. Eine Frau kommt eine Treppe herab. Der rechte Fuß tritt auf die untere Stufe, der linke berührt noch die obere, setzt aber schon zum nächsten Schritt an. Die Frau ist nackt, ihr Körper blass, Schamhaare und Haupthaar sind blond, das Haupthaar glänzt im Schein eines Lichts. Nackt, blass, blond, vor einem graugrünen Hintergrund verschwommener Treppenstufen und Wände kommt die Frau dem Betrachter mit schwebender Leichtigkeit entgegen. Zugleich hat sie mit ihren langen Beinen, runden, vollen Hüften und festen Brüsten sinnliche Gewichtigkeit. Bueno, lo logré. El autor del lector. Vine a buscar eso. El autor del lector nos leyó en voz alta. Muchísimas gracias, Schlink, por estar en la Argentina.